Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir gucken uns heute mal wieder Elite Dangerous an. Und da die Variante mit Odyssey und Ingenieure. Hier ist es relativ ruhig. Es gibt so viele Soldaten oder Söldner, was ich ganz angenehm finde. Und das macht es ein bisschen leicht, einfach in die Thematik reinzukommen. Da ist einer. Genau, immer mal angucken und scannt. Ja. Was müssen wir jetzt tun? Also ich möchte jetzt hier an dieser Siedlung alle möglichen Schränke, die ich finde, weil ich komme, halt ausräumen und ins Schiff transferieren, dass ich Materialien habe, um meinen Anzug und Waffen irgendwann mal vielleicht abzugraden. Freut euch nicht zu früh, das ist ein ziemlich langwieriger Prozess insgesamt. Man muss da viele Läufe machen, bis man halbwegs was zusammen hat, was vernünftig ist, was man brauchen kann. Und es wird nicht immer einfach sein. Ich habe hier mal schon ein bisschen das System raus. Ich weiß, dass hier oben in diesem Gebäude links oben in der Ecke, also hinten drum, irgendwo da ist die Alarmanlage oder ein Schalter, wo man die Alarmanlage ausschalten kann. Das ist eins von den ersten Dingen, die wir adressieren sollten, weil nämlich dann die Soldaten nicht automatisch sich Verstärkung anfordern, wenn irgendwas schief läuft. Ansonsten, wenn man das nicht macht, und so wie ich noch nicht sonderlich gut hochgelevelt ist oder hochgemoddet ist, hat man dann ruckzuck das Problem, dass man, ja, relativ schnell über den Haufen geballert wird, wenn es mal zwei, drei auf einmal kommen. Da sieht man dann leider ganz schnell schlecht aus. Nehmen wir mal diesen Neutronen-Neutralisator oder so ähnlich. Beamen den mal weg. Zack. Was jetzt auch schön ist, hat es keiner gesehen? Ich hoffe nicht. Man kann jetzt mit dem Scanner scannen, ob die irgendwie ihren kriminelle Vergangenheit haben und tatsächlich 12.000 Kredits bekommen dafür das Scannen von diesem Kriminellen. Und erstmal, bis ich oben einen Alarm aus habe, versuche ich mal alles ohne ein geklontes Profil machen, weil wenn ich gescannt werden würde von einem Söldner, wo hier auch nochmal einer drin ist, würde ich jetzt gleich Stress geben und ich versuche das mal zu vermeiden, bis zumindest der Alarm ausgeschalten ist. Machen wir hier mal Blitzdings. Ladung von der hinteren Tür. Weg. Es ist dann normalerweise ein Söldner, der hier immer schön. Da haben wir auch schon Späher. Der da immer schön langläuft. Dann gehen wir so in die Ecke. Ja, weil gleich sieht er mich und dann möchte er mich scannen. Die haben irgendwie einen inneren Drang zum Scannen, also. Halt scannen. So, jetzt sieht er mich. Oh, und es kommt da schon hergerannt. Sicherheitsscan. Jetzt bin ich noch alles soweit voll in Ordnung. Lass mich scannen. Wunderbar. Sollte eigentlich kein Problem geben. Genau, jetzt dreht er sich gleich um und das ist dann sein Fehler. Und mit dem Armblitzdings. Wichtig ist, dass wir das hier an der Ecke schon schaffen, weil ich weiß jetzt genau, wie hier die... hier laufen noch ein paar andere NPCs durch. Das sind zwar keine Söldner, sondern Piloten oder was in der Art. Die haben nur kleinere Waffen, aber die können auch so ein bisschen blöden Schaden machen. Deswegen ist es gut, wenn man den hier hinweg macht, weil die anderen NPCs, die hier unten gelegentlich durchlaufen, ja, befinden sich, oder die gehen nur so bis hier in etwa. Deswegen tut es nicht weh, wenn ihr da hinten... Da wollen wir jetzt rein. Hier weiß ich, da läuft einer rum und da ist auch noch... dann dieser Alarmschalter, von dem ich schon geredet habe. Den muss ich jetzt außer Gefecht setzen. Und, wo ist er denn? Man sieht, das Band ist auf der falschen Höhe. Jetzt ist es besser. Wo ist er denn? Irgendwo läuft er. Deiner Schlingel, wo hast du dich versteckt? Da ist er. Nur vorsichtig sein, wenn das Timing passt, dann kriegt man die schnell geblitzt. Dings. Passt. Der Arme, da ist er auch schon hinüber. Und der hat ein Level 3. Jetzt können wir den auch das Kopfgeld scannen. Jetzt kann ich auch sein Profil klonen, das heißt, damit kann ich jetzt alle Türen bis Level 3 öffnen und das reicht für die Basis dann komplett.
Ich darf mich jetzt halt nicht mehr von einem Söldner scannen lassen, weil wenn der sieht, dass ich ein geklontes Profil habe, dann wird er sauer. Aber es sind nur noch zwei und die schaffen alle im Großen und Ganzen. Nee, drei sind's, drei sind's. Einen werde ich wahrscheinlich noch von Weg laufen. Die anderen zwei kann man normalerweise umgehen. Jetzt schalte ich erstmal hier dieses Ding aus. So, zack. Die Alarme sind jetzt ausgeschalten und ich habe hiermit jetzt die Möglichkeit, oder was heißt die Möglichkeit? Damit ist es erstmal hier ruhig. Wenn irgendjemand Alarm auslöst, oder es kann kein Alarm mehr ausgelöst werden, dann geht es auf jeden Fall erstmal ruhig weiter. Und es kommen relativ wenige. Es kommen eigentlich nur die, die von der Schießerei hören. Also nur irgendwelche, die irgendwie in der Nähe unterwegs sind. Deswegen wäre es mein Bestreben, eines von meinen ersten Upgrades, das ich mir irgendwann mal hoffe, mir leisten zu können, wäre ganz klar ein Noise Suppressor. Habt ihr was gehört? Normalerweise kommt da keiner rüber. So, und jetzt geht's halt hier dann sukzessive rüber. War das schon alles? War übersichtlich. Da mich. Na denn. Genau, und hier drüben müsste auch noch jemand rumlaufen. Den sollten wir auch blitzdingsen. Hab ich noch genügend Energie? Ja, 46 reicht. Johnny Herring. Ein Hering. Wie lustig. Genau. Ein Knopf. Na denn. Warten nicht zu früh, sonst sehen die einen komischerweise. Und Blitzdings. Uah. Und ob es Kopfgeld gibt. Ah, das hat sich gelohnt. Ah, die hat was schwer auf dem Kasten, ne? Ah ja, und fast wäre ich mit ihr ausgegangen. Bin immer Glück gehabt. Kommt früher oder später ein Pilot oder irgendein anderer PC um, einfach läuft einfach da rein, guckt noch ein paar Kisten an, läuft dann wieder raus. Werden wir irgendwann mal sehen, solange wir hier noch die Bude ausräumen. Ach, da rennen wir hier zum Schiffi hin. Zack. Verwalten. Und da haben wir was transferieren, da haben wir was transferieren, da haben wir was transferieren. Und zack, und dann ist alles wieder raus und Rucksack ist jetzt auch sauber. Was wir jetzt noch nicht haben, ist Daten aller Couleur. Es gibt hier nicht viel Daten und die paar Daten, die es gibt, die sind nicht wirklich wertvoll. Es gibt, glaube ich, nur einen Datenport, bei dem man irgendwas Vernünftiges holen kann. Jetzt links ein Dick, genau den da. Den muss ich jetzt blitzingsen. Ja. Alles gut. Lauf einfach weiter. Einfach weiter. Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Jetzt hin. Blitzdings. Mal gucken, ob er ein lieber oder ein böser Junge war. Ah ja, 1200 Credits. Das hat sich ja nicht gelohnt. Anfänger. Ah, das ist ein Datenport. Haha. Mit nichts Gescheitem. Lade die mal alle runter. Ich hoffe, dass ich die Wesens dann irgendwie beim Händler eintauschen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert. Probier mal einfach mal. Zur Not kann ich es immer noch verscherbeln. Ob ich noch Geld bräuchte. Geld ist nicht das Problem. Das Engineering, das aus Material, die kann man leider nicht kaufen, sonst wäre es einfach. Muss man sich alle schön fleißig grinden. Da ist jetzt rechts oben, sehe ich da eine Uhr. Da läuft jetzt der Download von den Daten noch 107, 106 etc. Sekunden. Die läuft runter und erst solange die Zeit läuft, kann man sich hier grob in der Umgebung noch aufhalten. Wenn man dann außerhalb von einem gewissen Bereich geht, dann würde der Transfer abbrechen. Deswegen muss ich jetzt blöderweise warten, bis dieser Transfer fertig ist. Du. Lasagne, das hört sich gut an. Guten Appetit, Iso. Lass dir schmecken. Der ist wahrscheinlich schon weg. Da wäre jetzt die Walzermusik ganz nett, wenn man immer in eine Dings geht, in eine Dings, in eine, wie heißt das Ding? Raumstation.
Den braucht es eigentlich gerade nicht mehr. Da können wir gucken, aber irgendwo eine Kleinigkeit sehen. Also wie gesagt, die Materialien, die wir hier finden, sind alle nicht sonderlich spannend, nicht sonderlich wertvoll. Sind kaum irgendwelche Pläne dabei, die man regelmäßig braucht. Wie gesagt, geht es mir einfach nur mal um das Prinzip zu zeigen, wie das Ganze tickt. Ich werde bei Gelegenheit auf jeden Fall irgendeine andere Station mal versuchen zu finden, wo ein bisschen attraktiveres Zeugs zu finden ist, möglichst auch in einem Anarchiesystem, damit es kein Problem gibt hier. Erschossen wird, dass es Crime State gibt oder dass man nach Glidangerous Clasher kommt oder irgendwas in der Art. Aber zum Demonstrieren ist die eigentlich ganz gut, weil ich da langsam eine gewisse Routine habe, wie die Station aufgebaut ist und tickt. Damit dachte ich, kann ich es da relativ gut zeigen, wie man sowas macht. Ja, 3, 2, 1. Yes! Transfer abgeschlossen. Haben wir die Seite fertig, dann gehen wir noch auf die andere Seite. Dann gehen wir von hinten an. Beide mich nach vorne vor. Moment. War ich doch schon. Boah. Ich bin jetzt komplett durcheinander. Die habe ich schon fertig, oder? Jo. Ein bisschen unkonzentriert heute. Der war fertig. Da waren wir noch nicht. Wir haben nur eins. Oh. Und mehr vom gleichen. Wir haben wieder voll. Na super, hat sich ja gelohnt. Können wir noch was aufschneiden? Ja. Die großen Schränke haben normal nur großes Material drin, will dann nicht. Nur großes. Es gibt so ein, weiß ich, eine heißt Labwaren, das andere heißt Material. Die kleinen können wir noch mitnehmen. Die großen passen leider nicht mehr mit rein. Das geht mit, das, die Linsen sind immer ganz gut zum Tauschen, wenigstens. Ja. Dann geht zum Schiffi und schon wieder ausladen. Also der hintere ist, wenn ich Treppe hochkomme, gleich wieder links, muss ich mir merken. Das ist eine Frau Pilot. Ja? Nee, ich würde es im Radar sehen, als Punkt. Da auch noch schnell aufschneiden, auf alle Fälle. Auch noch große. Ich glaube, immer wenn es so gelockt ist, große Dinge. Nee, geht alles nicht. Machen wir mal leer. Das ist jetzt nicht mehr dann sonderlich spannend hier, was hier noch passiert. Das geht einfach darum, einfach die Räume systematisch voll leer zu machen. Das einzige Risiko ist dann, dass die Administratorin da wieder auftaucht. Ihren Materialien transferieren, Waren transferieren und die Daten transferieren auch mal mit rüber. So, da wären wir. Kennt man eine Station, kennt man eigentlich fast alle. Es gibt, glaube ich, nur zwei oder drei Layouts von Stationen, die sich komplett sie verteilen. Ein bisschen schade, ich hätte mir da gerne ein bisschen mehr gewünscht. So, und da ist das Handle-Dings. Da kann man sich... Beim Handle kann man sich Waffenanzüge upgraden lassen. Bestände. Genügend Zeit hat hier über Aufwerten. Raumaufzug, Waffe, guck mal, ob wir überhaupt genug Zeug haben. Was ist denn? Relativ schnell. Kann man das hier durch? Ah ja, so geht's durch. Felion, genau, das ist die Waffe, die ich habe. Aufwertung nicht verfügbar. Ja, guck dann. Herstellungsanweisung, Mikro, Elektro. Oh, mir fehlt noch eine Menge. Eieiei. Gegrindet wie blöd und darf noch nichts machen. Das ist doch fies. Die andere sehe ich. Ach, das ist die Karma P50, das ist die, und ich... Auch hier fehlen mir noch Herstellungsanweisungen, das ist halt Zeugs, was es eben in dieser Station, wo ich da eben war, ich gebe das doof. Und das heißt, ich sollte mir nach Möglichkeiten eine andere suchen, weil ich
Glaube nicht, dass man sich da so viel austauschen kann, bis man irgendwann mal rankommt. Auch hier die Aufwertung für meinen Star, für meinen Merrick-Anzug. Würde seine verbessern. Schild und Schildregeneration ist natürlich immer gut, wenn man ein bisschen robuster ist. Auch hier fehlen mir noch Energieregulatoren, die gab es da auch gar nicht. Stellungsanweisung 0 Carbonfaserplatten, die kann man zur Not noch tauschen. Aber 15 Stück, uiuiuiui. Dafür haben wir relativ viel Graphen, da könnte man ein paar zur Not scherbeln. Es wird heute noch nichts. Ich muss noch 2, 3 Monate grinden, dann kann ich das vielleicht euch mal zeigen. So, und wie ging das nochmal mit dem Tauschen von Material? Ich will einen Handel abschließen, das machen wir über den Bartender. Technik, ach, Daten geht schon mal gar nicht, das ist ganz doof. Da haben wir also prinzipiell ein Problem. Das heißt, Daten muss man dann eigentlich nur die runterladen, die einem wirklich was bringen, die einen Sinn haben. Ansonsten kann man das lassen und kann die dann am Schluss maximal noch verscherbeln. Ich natürlich schade. Was bräuchte man denn? Aufgepasst, die viskoelastischen Polymere, da haben wir viel zu wenig. Da brauchen wir, glaube ich, einige davon. Deswegen kaufen wir jetzt gar nicht gemütlich. Aber ist ja auch irgendwie doof, ne? Ah, bam, bam. Oder zeigen wir es einfach mal jetzt an. Komm. Elektrode habe ich erst eine. Das wird Jahrzehnte dauern. Also, hier seht ihr auch Kapazität 100 ist Maximum, dann ist Schluss. Wenn ich jetzt zum Beispiel wollte einen. Brauche ich denn? Müssen wir mal gucken, sorry. Irgendein praxisrelevantes Beispiel. Nicht im Angebot habe. Ende durchsehen. Waffe aufwerten. Kammer P15 aufwerten. Das wollte ich zum Beispiel. Fremd Karbid gab es ja nicht bei. Stimmt. Folien was Gescheites. Da Mikroelektrode. Genau, wir brauchen mehr Mikroelektroden. Das habe ich glaube gesehen. Mikroelektroden oder Glasfaser bräuchten wir ganz dringend. Das müsste gehen. Mikroelektrode, Glasfaser, Mikroelektrode, Faser, Mikroelektrode, Glasfaser, Mikroelektrode, Glasfaser. Nun, wie kann ich Ihnen heute helfen? Schauen Sie sich Jo, wir haben was alles. wollte man nochmal? Mikroelektrode. Ist Mikroelektrode. Faser. Da ist die Mikroelektrode. Ich habe nur eine. Ich brauche mehr Mikroelektrode. Also, um jetzt. Das zu machen, kann ich hier, muss ich die hier aufklicken, Ding, einmal markieren. Jetzt kann ich Mikroelektroden bekomme ich im Tausch gegen anderen Krempel. Kann ich jetzt zum Beispiel hier, Elektroschalter habe ich relativ viel. Jetzt kann ich hier mal die rübernehmen und jetzt sehe ich hier erstmal, bin ich bei 0 Einheiten. Da muss ich jetzt rüberklicken, bis irgendwann mal das rüberschwappt auf eine Einheit. Genau, das Ding hat einen Handelswert von 12, das heißt, ich muss hier 12 erreichen und dann würde ich mir eine Mikroelektrode freischalten. Ah, ne, ging schon früher. Also jetzt würde ich schon eine bekommen. Das ist mal ein Anfang. Aber fertig wären wir damit. Ja, dann bei 16,2, ne? Genau, jetzt kann man auch mischen, wenn wir wollen. Teilspulen noch dazu. Jetzt hätten wir schon 3. Wenn wir jetzt den Handel bestätigen, dann kriegt man 3 Mikroelektroden für den Krempel, die wir da haben. Und so kann man dann ein Stück weit das Zeug sich besorgen, das einem noch fehlt. Aber weil mir da noch relativ viele Datenkrempel fehlen, kann ich das per se knicken. So. Die Frontline Solution, das ist das Militär, wo man Aufträge sich holen kann. Da drüben ist immer der Apex und auf der anderen Seite ist immer das Militär. Die brauchen da Aufträge. Machen wir das jetzt halt noch so lange, wenn wir da jetzt eben keinen Auftrag kriegen, in Hoffnung, dass anschließend einer in der Nähe verfügbar wäre. Da muss man sich erst für eine Fraktion entscheiden. Es gibt immer zwei. Und die Fraktionen haben ja im System immer so ein bisschen einen gewissen Vorrang. Also man kann sich damit beliebt machen oder auch unbeliebt bei bestimmten Fraktionen. Wenn einem das wichtig ist,
Muss man sich vorher das angucken, dass auf bestimmten, wem bestimmte Raumstationen gehören, kann sich dann da ein bisschen beliebter oder auch unbeliebter malen. Da sehen wir jetzt, das haben wir hier diese Kampfsymbole drin, das sind hier nur zwei im ganzen System. Würde ich mal den vorderen mal angucken. Sind die weg? 3000 Lichtsekunden ist okay. Und wie war das nochmal? Gibt es, also ich muss mich glaube erst, ist die Konfliktintensität mittel. Wir brauchen zum Glück nur leicht, nicht ganz so schwer. War interessanterweise bei einer, genau, niedrig, so wie der. Da bist du ganz leicht. Ah, der ist der Schwierigkeitsgrad geringer. Da kann man nicht so viel kaputt machen. Dafür ist Dingens, ja, Belohnung geringer. Bei den niedrig habe ich schon gemacht. Ich probiere einfach mal die mittlere, ob ich die auch packe. Würde ja nicht so schwer sein, wenn es nicht klappt, dann habe ich was gelernt. Jetzt will ich entweder zum Natural 96G Kanye Movement entscheiden oder zu den Minutemen. Aber die Minutemen, es hört sich an nach Dingen, nach wie heißt nach Fallout 4. Probieren wir die doch mal. So, und dann reicht das. Da kriege ich jetzt hier so eine kleine Übersicht, die ist nicht weiter wichtig. Und jetzt geht es hier um die Ecke, auch wieder so diese komischen Dinger da. Und die sind jetzt eben für diese Frontline Solutions gedacht. Wenn ich da einsteige, kriege ich gleich eine Vulkan, die mich runterfliegt ins Kampfgebiet. Vollautomatisch. Praktisch. Ah, es müsste rein von der Zeit her. Das ist eine Vulkan. Die Schiffe sind leider nicht ganz so hübsch wie in Star Citizen. Da wurde tatsächlich deutlich mehr Energie reingesteckt. Das ist auch einer von den ganz, ganz, ganz tollen Punkten, die da machen. Ja. Können ein bisschen besser sein, aber ist okay. Tut. Der Algor, der streamt heute noch. Der ist für 9 Uhr geplant. Also in etwa 20 Minuten, denke ich mal, wird er dann auftauchen. Sollte so sein. Es sei denn, er kommt wieder irgendwie rechtzeitig, nicht rechtzeitig zurück, weil er nur irgendeine Tätigkeit erledigen muss. Kann es manchmal sein, dass es ein paar Minuten länger dauert, aber ich denke, das kriegen wir. Das schaffen wir. Oh, und da sitze ich jetzt. Gucken, ob ich Mittel auch schaffe oder ob ich da gnadenlos unterliege. Was jetzt passiert ist, ich werde über so einer Siedlung genau abgeworfen und da gibt es dann verschiedene Gebiete oder Ecken, die man so Bojen, wenn man so möchte, die muss man erobern, indem man eine gewisse Zeit lang bei denen vor Ort ist und wenn man das hat, dann kriegt man dann Punkte und jede Fraktion hat am Anfang, glaube ich, ein paar hundert Punkte und wenn die runtergezählt sind, dann kann die keine neuen Soldaten mehr nachspawnen. Also das ist jetzt so, ich mit anderen NPCs in der Gruppe drin und gegen anderes NPC-Team. Wir müssen gucken, dass wir da mehr dieser Punkte erobern. So ein klassisches Multiplayer-Konzept eben im Elite Dangerous Universum. Ist ganz nett gemacht, es unterhält ganz gut. Gibt es bestimmt aber auch bessere Umsetzungen als wie. Ich nehme es halt mal mit als eine Beigabe und wie gesagt, um die eine Ingenieuse freizuschalten, war es eigentlich nicht ganz okay, mal als kleines Häppchen zwischendurch. Aber ich glaube, es macht dann im Team oder mit einer Gruppe richtig Spaß, da kann man dann richtig loslegen. Aber zur Not auch mal alleine. Nach Schreiber's Horn fliegen wir, okay, sehr gut. Ich da je gewesen wäre. Denkt, sind da die Entfernung nicht so dramatisch groß. Ach, die Cockpits sollen auch alle ein bisschen heller geworden sein mit dem Update 5 vom letzten Donnerstag. Alles ein bisschen besser sieht etc. Die waren relativ duster, da haben sie ein bisschen was gedreht. Das soll jetzt auch hübscher geworden sein als im UI insgesamt, Grafik insgesamt, alles ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher gemacht. Zum Teil dann doch recht ist.
Was ich interessant war, die haben auch nicht nur Odyssey-Dinge gefixt, sondern auch auf dem alten Elite Dangerous sind ein paar Bugs passiert. Auch wohl noch ein paar Problemchen. Ich habe jetzt bisher nicht viel Unterschied gemerkt nach dem Patch. Das Einzige, was ich gesehen habe, die Anzeige von der Missionsbeschreibung, wenn man Siedlung fordert, ist es ein bisschen anders organisiert. Übersichtlicher, das haben sie ganz nett gemacht. Ansonsten, ja, hat sich die Community eher darüber beschwert, dass es das erstmal waren, dass es bis zum Release von bis auf den Konsolen gar nichts geben wird, blöderweise. Das war eher der größte Aufschrei. Es gab aber ein paar Stimmen, die haben mit dem Update ein paar neue Probleme gehabt. Zum Teil ist es sogar gar nicht mehr vernünftig spielbar, weil ein paar dumme Fehler drin sind. Habe ich Gott sei Dank noch nichts bemerkt, aber ich bin auch nicht wirklich ein Hardcore-Spieler, was Elite Dangerous Odyssey betrifft. Einfach nur mal ab und zu gern abends noch eine Runde. Echt mir dann auch. Dann andere Spiele, die man spielen muss, meine ich. All dieser kleine. Ah, Horistas, grüß dich. Hallo, schön, dass du da bist. Oh mein Gott, wir fliegen ins Dunkel. Na super, da sehe ich wieder bestimmt nichts. Schauen. Darf er jetzt nach? Frage ich mich, was ich für einen Anzug an habe. Ich habe bestimmt meinen Blade Maverick Anzug an. Das wäre doof, weil es gibt einen anderen Anzug, der fürs Kämpfen gedacht ist. Ein Maverick Anzug, der wäre nicht ganz so robust. So, Eintritt im Kampfbereich. Nur 30 Kilometer, dauert noch einen Augenblick. Einmal Handbremse und jetzt langsam kommen näher. Leitstelle. Alpha Echo 9 nähert sich Landezone. Ah, da hören wir schon. Das ist der Feuer. Zappelig. Scheint noch nicht lange. Schalten. Nicht mehr im Cockpit, sondern innen drin quasi in der Ladebucht. Und jetzt wird unten quasi die Klappe aufgemacht und wir sehen schon mal rund und sehen unsere Füße, wie sie da zappeln. Und zack, fliegen wir raus. So, da sind wir. Waffe, Alpha, das sind jetzt die Punkte, die wir erobern müssen. Das ist ein Delta. Ah, genau, 1000 Punkte. Mit 1000 Punkte geht's los. Jetzt weiß ich nicht mehr, dass bisschen doof war die Kiste mit dem Unterscheiden zwischen Freund und Feind. Sehen alle komplett gleich aus. Das ist bisschen unschick gelöst in meinen Augen. Boah, läuft ja langsam. Komm. Gas. Hinterm Gebäude. Ich kenne das natürlich auch die Station nicht. Man muss erstmal die Karte, wie es so schön heißt, kennenlernen. Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Wo ist es? Wo ist Delta? Nee, Delta ist hier vorne irgendwo. Oh Leute, kann er sagen. Ah, und da sehen wir auch schon, da zählt Streifen, also innen drinnen. Innen drinnen. Der Streifen geht auch schon hoch. Streifen, was bedeutet, dass einer von unseren jetzt da rein Kollegen da schon dran arbeitet. Komm schon. So, den Charlie haben die Kollegen schon geholt. Das? Nee. Einfach nur eine Ladebuchse. Boah. 5 Minuten im Spiel und nicht einen Gegner gesehen. Mensch, bin ich. Okay. Also Delta ist eingenommen und dann wird's abgeschalten. Wenn ich drin ist, kann ich wieder raus. Hat sich voll gelohnt. Ladebuchsen sind wichtig, die braucht man regelmäßig. Weil hier die Energie relativ schnell abbaut. 3000 Bescheinigung, das heißt, da hat wieder eine von diesen Bojen für uns eingenommen.
Wo ist denn was? Wo ist denn was? Da, Bravo, da. Die ist auch schon fast fertig. Echo, die ist neu. Läuft eine, ist einer von uns? Feindliches Kommando hat Verstärkung angefordert. Glaube, nein. So denn. Egal. Wir haben Bravo beansprucht. Wir drängen den Feind zurück. Hörst du zu mir oder nicht? Nein, du kannst nicht zu mir. Bisschen schwer zu entscheiden, wer was ist. Okay. Mittel ist deutlich schwerer wie leicht. Weil leicht kann man sich so einen Blödsinn erlauben. Hier funktioniert es nicht mehr. Genau, Risa, du hast recht. Ich hätte besser erstmal schießen sollen. Generation kümmern Konfiguration ändern. NATO-Anzug, das müsste. Execution, probieren wir es einfach. Gut. Ah, allerdings ist mein Maverick schon leicht gemoddet, wenigstens. Schauen wir einfach mal. Aber ich sehe schon, wir sind die Rechten, wir tun nicht so gut. Wir verlieren deutlich mehr Punkte wie die Gegner schon. Genau, das mit die Punkte, die grünen Punkte, das sind eigene. Ohne Punkte sind's. Sind's Gegner. Das muss rein zum Unterscheiden. Der mir aktiv. Das sind Schrottdingens jetzt, ne? Jetzt. Was tut denn? Da. Sind einfach. Egal. So, da renne ich jetzt rein. Hoffe, dass ich das Ding aktiviert bekomme, bevor ich Besuch kriege. Von immer erst. Charlie ist auch schon aktiv. Immer wenn eins fertig ist, dann wird dann das nächste aktiviert. So, aufpassen, meine Energie geht langsam schnell runter. Ich bin noch bei 600%, dass ich da mal schaue, dass ich eine Ladebuchse finde. Sonst ist da. Akku leer. Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. End. Schaffen. Data ist eingenommen. Ach, das. Verstärkung ist eingetroffen. Hat andere Flügel dann, oder? Wurde gesichert. Alpha ist jetzt online. Das ist da hier vorne, wo wir vorher schon waren. Fahren wir gleich mit. Ich habe Riesenprobleme, die zu unterscheiden, wenn da der Knubbel über dem Kopf nicht wäre. Oder auf alle schießen. Wieder hin. Wieder hin. Ach, stimmt, wenn man einen dann beseitigt, gibt es auch nochmal einen extra Bonus für. Jetzt, irgendjemand hat ihn erwischt und die Schlacht ist beendet. Jawohl. Jetzt drücke ich E für den Abschlussbericht. Sehen wir jetzt halt so ein bisschen Statistik. Und ich kriege 210.000.
1000 Kredit für diese knapp 20-minütige Schlacht. So, das wäre es dann gewesen. Ich danke nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. War schön, dass ihr alle dabei war. Nochmal hoffe ich, es hat euch dann auch Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was mitnehmen können.